Willkommen zurück zu Skyrim. Wir gehen in die Diebesgilde und erzählen, was wir jetzt Neues herausgefunden haben. Ich vermute, unser Anführer wird nicht so wahnsinnig begeistert sein von der Information, die er da bekommt. Er nimmt ein Fußbad, wobei ich würde dann vielleicht dazu besser die Stiefel ausziehen. What did you need? Did Gullamai give up any information on our buyer? Ja, er sagte, dass Golden Glow wurde von Kalia gekauft. No, it can't be. I haven't heard that name in decades. This is grave news indeed. She's someone I hope to never cross paths with again. Gullamai erzählte mir, dass sie eine Mörderin ist. Carlia destroyed everything this guild stood for. She murdered my predecessor in cold blood and betrayed the guild. After we discovered what she'd done, we spent months trying to track her down, but she just vanished. Warum ist sie wohl zurückgekehrt? Carlia and I were like partners. I went with her on every heist. We watched each other's backs. I know her techniques, her skills. If she kills me, there'll be no one left that could possibly catch her. If only we knew where she was. Ja, Gullamai hat uns erzählt, dass sie ja gemeint hat, sie ist dort, wo das Ende beginnt. Oder begann, besser gesagt. There's only one place that could be. The place where she murdered Gallus. A ruin called Snowvale Sanctum. We have to go out there before she disappears again. Wir? Yes, I'm going with you. Together we're going to kill her. Okay. Here's your payment for solitude. Prepare yourself and meet me at the ruins as soon as you can. We can't let her slip through our fingers. Gut. Wir werden sie jetzt halt zuerst umbringen. Alles klar. Und dazu müssen wir uns mit dem Frey außerhalb von dem Sanktum treffen. Mal gucken, wo das ist. Das Sanktum. Ich habe die Quest gar nicht aktiv, deswegen zeigt es mir überhaupt nicht an. Dieses hier. Snow Whale Sanctum. Das ist halt ihre. Das ist vermutlich Ort, wo wir sie finden können. Weil sie da diesen ersten letzten Anführer da umgebracht hat. Das mache ich gerade mal weg. Ganz viele kleine Nebenquests. So, jetzt sollte es mir aber angezeigt werden. Hallo, Questmarker. Wieso bekomme ich da die Quest nicht angezeigt auf der Karte? Das verstehe ich jetzt gerade gar nicht. Ich habe sie aktiv geschaltet. Vielleicht müssen wir einfach mit dem Frey reden und der führt uns dann dorthin. Das wäre jetzt das Einzige, was mir dazu einfallen würde. Dann müssen wir vielleicht vorher noch ein bisschen kaufen, verkaufen. Ich würde vielleicht auch ganz gerne die Lydia mitnehmen, wenn das geht. Die haben wir nämlich in der Taverne stehen lassen. Da geht's nicht weiter. So,
ending of my tale I began earlier. Is this your tale of single-handedly fighting off a pack of trolls, or ich möchte doch ein bisschen was von unserem Liebesgut noch vorher verkaufen. Ach so, Moment, ich quatsch gerade mal ihn an, ob wir irgendwas mitgenommen haben, was der haben möchte. Still have quite a good bit of jobs available, if you're looking for some extra coin. Nee, sieht nicht so aus, als hätten wir was. Hallo, dich wollte ich sprechen. Well, looks like you're fitting in well down here. I'm supposed to allow you to trade in one of your pieces of guild armor. So what will it be? Wie, was? Of course. Otherwise it wouldn't be much of a reward, now would it? Your new piece will enhance your skill beyond that of the original. Trust me. Wir können, unsere Gildenrüstung tauschen gegen bessere. Wahrscheinlich dürfen wir erstmal uns nur ein Stück aussuchen. Dann fange ich doch mal mit dem Hauptteil an. Are you sure? Once I exchange it for you, I'm not taking it back. Unless you want to sell it at a discount, of course. Ja, nee, gib's mir. Okay, there you go. Ich vertraue dir das. So, you're Brynjolf's new protege, eh? Das ist unhöflich, sich einfach vor sie zu schieben. Ich denke schon, dass ich das haben möchte, was ich da jetzt bekommen habe. Oh, das ist sehr toll. Da können wir auch jetzt 35... Also das Gewicht, das wir tragen können, hat sich um 35 Punkte erhöht. Das ist cool. Ich glaube, ich habe wirklich das Richtige genommen. Ich kann gar nicht sagen, ob es anders aussieht, aber das ist toll. Welcome to the cozy little family. Danke. Some may call this junk. Me, I call them treasures. Dann verkaufen wir ihr noch ein bisschen was. Das hier, nein, nicht die. Das wollte ich auch mal ins Haus bringen. Zwergenschwert, Zwergenhammer, die, ja. Das auch, das auch. Und die zwei Sachen. Moment, halt. Ah, ah. Das gehörte doch zu meinem Outfit, was ich ausprobieren wollte. Aber das kann ich verkaufen. Genau, das wollte ich nämlich damit anziehen. Sieht bestimmt total blöd aus, aber egal. Moment, davon habe ich zwei. Resistenz gegen Kälte. Ach. So ein paar Tränke werde ich jetzt mal verkaufen. Ich vergesse das nämlich immer vor einem Kampf oder während einem Kampf dann einzunehmen und dann bringt es das eh nicht. Und mehr Geld hat sie gar nicht. Okay. Gut. Now, if you'll excuse me. It's been a long time since anyone joined us. So, und jetzt habe ich nämlich doch wieder einen Questmarker. Dann gucke ich doch mal, was der mir anzeigt. Ach, da oben. Okay. Ach Gott, da wollte ich doch gar nicht reingehen. Ach, ich bin heute irgendwie total verpeilt. Ich möchte jetzt die Lydia nämlich noch holen.
Die steht irgendwo in der Taverne. Ich weiß noch nicht, ob... Steht die in... Oh, die steht, glaube ich, in Solitude in der Taverne. Das ist natürlich schlecht. Da muss ich dann doch nochmal hin und her reisen jetzt. Oh, das ist doof. Das mache ich aber dann hier mit Schnellreise auf jeden Fall. Und ich kann nicht von hier aus reisen. Dann muss ich doch erstmal raus. Ich hätte jetzt gern so eine, keine Ahnung, eine Lydia-Pfeife. Keine Pferdepfeife. Ach, dass ich einfach so hier, komm mal her. Komm mir entgegen. Das wäre doch praktisch. Wieso bin ich jetzt eigentlich den langen Weg nach draußen gegangen, statt der Abkürzung? Ah, ja. So, aber hier können wir jetzt einmal nach da oben. Dann, wenn ich schon groß hier am Rumreisen bin, kann ich eigentlich dann auch nach Whiterun zurück. Mein Haus dort mal zeigen und ja, dann gucken wir mal, dass wir ein Stück mit dem Pferd dann Richtung diesem Sanktum gehen, wo wir uns mit dem Frey treffen sollen. We heading out? As you will, my Thane. I will protect you with my life. So, sehr schön, Lydia wieder bei uns. Ich hoffe, sie hatte eine schöne Zeit dort in der Taverne. Und dann... nach Whiterun. Also wenn man sich so ein Haus kauft, kann man zwar wählen, welche Räume man einrichtet, aber nicht wie man sie einrichtet. Also somit sehen eigentlich bei jedem die Häuser dann gleich aus. Kommt drauf an, nur wie viel bei einem steht vielleicht weniger drin, weil er weniger Geld hatte. Aber da es gewünscht wurde, zeige ich es trotzdem mal. Man kann aber so Kleinigkeiten verändern, dass man irgendwas ins Bücherregal stellt oder in den Waffenschrank. So, ja, das ist das Haus von außen. Praktischerweise direkt neben der Schmiede. Avelstein, Greymane und ich waren best friends. Greymane oder Battleborn? Ich wollte jetzt eigentlich nicht mit dir reden, geh aus meinem Haus raus. Hau ab. Ich hab dich nicht eingeladen. So, genau. Hier haben wir so einen Waffenständer und da können wir jetzt mal diese Axt reintun. Die ich die ganze Zeit schon mit habe. Das war ein Geschenk und das finde ich eigentlich ganz nett, die jetzt da reinzustellen. Die muss man halt ausrüsten und dann hier draufsetzen. Hat das jetzt geklappt? Das ist die zu groß dafür. Was stand denn da eben? Ach ne, jetzt geht's doch. Sehr schön. Da hängt jetzt unsere Axt. Wir haben hier ein schönes Feuer, da können wir kochen. Und, ja, da ist ein Bücherregal. Da kann man eben, wenn man möchte, Bücher reinstellen. Vielleicht nicht gerade irgendwas, was man teuer verkaufen kann. Das war ein Skillbuch, ne? Ja. Scheint so. Hier dieses Buch des Drachengeborenen, das kann man da bestimmt doch schön reinstellen.
falsche Taste. So, plumps, fällt nur leider gleich um. Schauen, ob wir was kochen können. Nein. Dafür habe ich nichts dabei. Ja, dann gibt es hier einen großen Esstisch und hier das Alchemielabor. Und Schlafzimmer und Lydias Zimmer ist oben. Lydia schläft hier. Und ich schlafe auf der anderen Seite. Und da gibt es dann auch nochmal eine Kiste, wo man Sachen ablegen kann. Ich kann jetzt zum Beispiel hier mal diese ganzen Bounty Letter da reintun. Und hier kann man auch nochmal Waffen aufhängen. Ja, das ist mein Haus in Whiterun. Und dann werden wir beim nächsten Mal dorthin reisen. Waren wir schon mal in Windhelm? Ja. Dann mache ich die Schnellreise nach Windhelm und dann werden wir von Windhelm aus mit dem Pferd einfach da das kleine Stückchen nach Norden reiten. Reiten war das Wort. Was tut man auf einem Pferd? Reiten. War ich schon mal in Windhelm bei diesem Let's Play? Keine Ahnung. Ja, war ich. Jetzt, wo ich sehe. Da waren wir ganz kurz mal. Ich warte aber jetzt, bis es Tag wird. Und dann geht's beim nächsten Mal bei Tageslicht weiter. Und dann reiten wir ein Stück. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.